Gut, ich wollte ja nochmal auf diese explizite und rekursive Bildungsvorschrift eingehen, wie das funktioniert. Machen wir es mal gleich anhand einer Aufgabe. Ich werde mal diese Aufgabe hier markieren. Da steht, ermessen Sie die Zahlenfolge, für die Zahlenfolge 14, 28, 42, 56 und so weiter, die explizite und die rekursive Bildungsvorschrift. Das machen wir gleich mal an einem Beispiel. Wie wir vorhin das schon ermittelt haben, haben wir gesagt, von der 14 bis zur 28 sind 14, 14, 14. Jeweils ist der Abstand d gleich 14. Da habe ich folgenden Vorschlag. Man schreibt wie üblich, wie früher gegeben, d ist gleich 14. Und nicht nur das, sondern man sagt, naja, wo ist denn hier a1 und so weiter und so fort? Erstes Glied ist a1. a1 gleich 14. Dann wird es besser, dann geht es leichter. Und wenn ich jetzt sage A1 und A2, dann kann ich sagen, so, fangen wir mal an mit der rekursiven. Also gesucht ist Rek und Expl Bildungsvorschrift. Lösung, fangen wir an. Fangen wir mal mit der rekursiven an. Also, rekursiv, Mathe ist ja Schreiben. Ein bisschen mehr hinschreiben. Schon alleine, jetzt habe ich die ganze Aufgabe etwas lockerer gemacht und kann sagen rekursiv. Die müsste heißen allgemein an plus 1 ist gleich an plus d. So, da ich ja jetzt bekannte Größen habe, schreibe ich okay. Speziell auf diese Folge zugeschnitten, an plus 1 ist gleich an, an, ja, plus d. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Jetzt sagen wir, a1 ist 14, a2 ist 28. Also können wir doch noch konkreter werden. Dann sagen wir, nee, nee, nee. Dann sagen wir zum Beispiel, A2 ist gleich A1 plus D. Das jetzt mal als Zwischenschritt. Und sagen ganz einfach, A2 ergibt sich also als 28 ist gleich 14 plus 14. Und das wäre jetzt das Konkrete. Um das richtig hinzuschreiben, um das richtig rauszubekommen, muss ich aber jetzt hier sagen, ich muss diese Formel so allgemein machen, das 28, 14 plus 14 ergibt sich jeder. Muss ich das aber so allgemein anpassen, dass ich sage, naja, das nützt mir nicht viel, das nützt mir nicht viel, das ist noch zu allgemein und das ist mir zu speziell. Speziell auf meine Formel bezogen, sage ich ganz einfach, also das ist alles hier, sagen wir mal, zur Erklärung, so Zwischenbeiwerk. Das müssen wir jetzt mal weglassen, das ist zu allgemein. Nochmal von der Allgemeinen sage ich ganz einfach, an plus 1 ist gleich an plus 14. Und jetzt habe ich es genau auf die Folge angepasst. Machen wir es explizit. Expl ist besser. Die heißt ja an ist gleich a1, jetzt kommen wir an konkrete Werte, plus d in Klammern mal d mal in Klammern n minus 1. Jetzt hatten wir ja gesagt, gut, okay, jetzt auf diese Folge bezogen, dann sagen wir an ist gleich konkret 14 plus 14 mal und jetzt n minus 1. Jetzt haben wir es angepasst. Das wären also die konkreten Ergebnisse für diese Zahlenfolge hier oben. Nicht anders. Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen. Wir nehmen mal gleich eine nächste Aufgabe. Ich mache mal Pause und das mache ich hier drunter. Ich zeige das nochmal drunter. Moment. So, jetzt haben wir die ganze Geschichte nochmal für eine zweite. Und zwar in diesem Fall, wir wissen es ja von vorhin noch, für eine geometrische Folge. Also 1, 2, 4, 8, 16. Jetzt kürze ich das mal ab. Gegeben ist, also A1, den Startwert, den brauchen wir auf jeden Fall für die explizite Bildungsvorschrift, ne? A1 ist 1. Wir hatten vorhin rausbekommen, dass 2 durch 1 2 ist, 4 durch 2, 2 ist 8 durch 4 2, 16 durch 4 2, also Q wissen wir auch. Schreibt das Q am besten mit diesem Strich, sonst wird es eine 9 ganz schnell und man verschreibt sich dann. Also Q ist 2. Und gesucht ist wieder das, also jetzt mache ich mal X und die rekursive Bildungsvorschrift und wir fangen lösungsmäßig an, diesmal mit der expliziten, also X und los geht's. Die explizite heißt
an ist gleich an mal q hoch n minus 1. Angepasst ist an, also gleich a1, a1 ist 1, mal, und jetzt kommt das q, 2 hoch n minus 1. Das wäre schon die Lösung. Ganz speziell darauf zugeschnitten. Die Rekursive, die heißt an plus 1 ist an, also an plus 1, mehr kann man jetzt nicht tun, ist gleich an. Wir können uns dann bestimmte Glieder aus dieser Folge hier rauspicken. Ne? Ist gleich an mal, und jetzt kommt q, das ist nämlich 2, und nichts weiter. Und das war's schon. So einfach kommt man daran. Jetzt habe ich aber immer noch nicht gesagt, wozu braucht man den ganzen Kram. Wir möchten mal, wir betrachten mal Folgendes. Nehmen wir mal an, wir gehen zu einer alten Dame und sagen, meine liebe alte Dame, ich helfe Ihnen mal, Ihren Rasen zu mähen. Und wir haben hier ein Rasenstück, das sei mal rechteckig oder quadratisch. Und wir wissen ja, dass ein Rasenmäher nicht allzu breit mähen kann. Ich lasse den Rasenmäher jetzt mal in hellgrün mähen. So, dann fangen wir hier an. Und wir mähen hier so einen Streifen, immer so breit wie der Rasenmäher nur sein kann. Und wir mähen hier und wir mähen bis hier oben. Bis dahin sind wir gekommen. So, ab jetzt, ich mache es jetzt mal in Orange weiter, jetzt bleibt bis hier, jetzt ist Schluss, ne? Jetzt bleibt aber nur dieses Stückchen übrig. Jetzt entsprechend wieder, jetzt muss ich das, weil der Stift das nicht anders kann, und es bleibt dieses Stückchen übrig. So, jetzt mache ich wieder eine andere Farbe, in Rot, jetzt bleibt dieses Stückchen übrig, denn alles andere ist ja schon abgemäht und das geht jetzt immer so weiter. Oh, jetzt habe ich da über den Rand gemäht, das wollte ich nicht. Und ich möchte mal wissen, wenn ich zum Beispiel bestimmte Meter habe, wie viele Meter muss ich eigentlich mähen, bis ich zum Schluss sage, ich mache es mal so, schwupp, und jetzt stehe ich hier mit meinem Rasenmäher und habe alles abgemäht. Ich würde praktisch außenrum mähen, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich zeichne es nochmal schwarz nach. Ich fange also hier an, mähe hier lang und hier drehe ich immer, ich tue mal so, als wenn ich ganz exakt auf der Stelle drehen könnte, komme hier an, bin fertig und jetzt geht es hier weiter. Komme hier an, bin fertig und jetzt geht es hier weiter. Komme hier an, bin fertig und jetzt geht es hier weiter. Komme hier an, bin fertig, jetzt geht es hier weiter. Komme hier an, bin fertig und jetzt bin ich am Ende. So, also ich habe dann zum Schluss meinetwegen bloß noch einen Streifen zu mähen und dann ist vorbei. Wie viel Meter mähe ich? Und das ist jetzt nicht einfach für uns, ob wir schneller fertig werden, ob wir mit der alten Dame da Mathe machen, sondern jetzt stellen wir uns mal vor, in der Industrie sollen irgendwelche Schichten abgetragen werden und da geht es um Sekunden, Zehntel, Hundertstel Sekunden, wie schnell solche Schichten abgetragen werden können, denn es ist alles Arbeitszeit und die muss bezahlt werden. Und das betrifft alles Kosten und letzten Endes die Möglichkeit, überhaupt was abzusetzen. Und so ein Beispiel, das werden wir uns jetzt gleich mal schnappen, aber anhand erstmal dieses Rasenmähers und dann werden wir mal sehen. Also ich mache jetzt an dieser Stelle wieder das Video dicht. Ich denke, jetzt mit den Bildungsvorschriften sind wir vom Prinzip her durch. Wir werden jetzt noch Fragen beantworten und so weiter. Und dann kommen wir jetzt auf dieses Rasenmäherbeispiel.